Okay, dann fangen wir an. Machen wir weiter mit relativistischer Quantenfeldtheorie. Und wie gesagt, ich hatte in der letzten Stunde angefangen mit einem neuen Thema. Und zwar nochmal die Postulate der Quantenfeldtheorie ganz systematisch anzugeben. Und zwar die Postulate, die eben gelten, wenn man nicht von Störungstheorie ausgeht oder nicht von niedrigster Ordnung oder vom klassischen Grenzfall, sondern echt die vollen Postulate, die für die volle Quantenfeldtheorie mit jeglicher Wechselwirkung dann gelten sollen. Und das sind eben Postulate, die für quantenfeldtheoretische Feldoperatoren definiert sind. Das heißt, wir haben also eine Theorie, in der solche Feldoperatoren existieren. Und der Feldtheoriebegriff kommt daher, dass wir annehmen, dass diese Feldoperatoren vollständig sind, in dem Sinn, dass jeder Zustand auf jeden anderen abgebildet werden kann durch Anwendung dieser Feldoperatoren. Und dann erfüllen die Eigenschaften, nämlich erstens mal Kausalität, dass Feldoperatoren an raumartig getrennten Zeitpunkten kommutieren müssen oder antikommutieren im Fall von fermionischen Operatoren. Und dann gibt es eben den Impulsoperator, der gleichzeitig den Translationsoperator liefert. Und die Feldoperatoren sind lokal in dem Sinne, dass wenn sie dir einer Translation unterwerfen, indem sie von rechts und links mit E hoch I mal Impulsoperator multiplizieren, dann kommt eben der Feldoperator am verschobenen Argument heraus. Das sind Grundpostulate. Und davor hatten wir eben Störungstheorie und Renormierung durchgenommen. Und damit wissen wir, dass wir Green'sche Funktionen von solchen Feldoperatoren bereits berechnen können. Und die sind eben nach den Theoremen, die ich gelistet habe, tatsächlich im Einklang mit all diesen Postulaten. Das heißt, unser Ziel ist jetzt abstrakt und allgemein von den Postulaten ausgehend, Relationen zwischen Operatoren, Green-Funktionen und Observablen herzuleiten, die dann exakt und nicht störungstheoretisch gelten. Aber die können wir jederzeit auswerten in beliebig hoher Ordnung mit unserer Störungstheorie und Renormierung. So, und da machen wir jetzt haargenau weiter. Das ist Kapitel 4.1.3 über Zustände in unserer allgemeinen relativistischen Quantenfeldtheorie. Und wir hatten schon einen speziellen Zustand hervorgehoben, nämlich das Vakuum. Das ist definiert als der eindeutige Grundzustand des Hamilton-Operators. Es ist translationsinvariant und deswegen ist es überhaupt ein Eigenzustand zu allen Impulsoperatoren mit Eigenwert 0. Und jetzt fordern wir etwas Physikalisches, dass wir also spezielle Quantenfeldtheorien betrachten, in denen zusätzlich zum Vakuum auch Einteilchenzustände existieren. Und die wollen wir mal charakterisieren. Es sollen also Einteilchenzustände existieren. Bezeichnung ist A, P, S im Allgemeinen. Und hierbei steht dann A für den Teilchentyp. P ist der Impuls. S wäre im Allgemeinen der Spin dieses Teilchens. Aber wir betrachten hier aktuell im Semester nur Spin gleich 0, also skalare Teilchen. Deswegen vernachlässigen wir ab jetzt immer den Spin-Freiheitsgrad bzw. setzen S gleich 0 voraus. Was ist jetzt die Definition von einem Einteilchenzustand im Gegensatz zu allen anderen Zuständen, die man sich denken könnte? Das müssen wir zuerst physikalisch charakterisieren, was wir damit meinen, und das dann mathematisch umsetzen. Also zunächst mal eine physikalische Definition. Unter einem Teilchen stellen wir uns etwas vor, was eindeutig charakterisiert ist durch Angabe des Bewegungszustandes. Es soll keine weiteren inneren Eigenschaften haben. Nur wenn Sie den Bewegungszustand vorgeben, liegt der Zustand eindeutig fest. Das ist ein Teilchen. Alles andere, was kein Teilchen ist, zum Beispiel Mehrteilchenzustände oder kompliziertere Zustände, haben noch eine innere Eigenschaft. Wenn Sie da den Impuls- oder Bewegungszustand festlegen, dann können Sie den Zustand noch ändern, indem Sie weitere Quantenzahlen, zum Beispiel Relativgeschwindigkeit zwischen zwei Teilchen oder andere innere Eigenschaften ändern. Also die physikalische Charakterisierung ist, dass ein Teilchen eindeutig charakterisiert ist
durch die Angabe einmal des Teilchentyps. A. Und die Angabe des Typs ist natürlich eine diskrete Angabe. Und dann durch Angabe des Bewegungszustandes, also letztlich durch den Impuls, und zwar durch den Dreierimpuls. Denn die Energie liegt dann eindeutig fest durch die Energie-Impuls-Beziehung über die Ruhemasse des Teilchens. Wenn Sie das also angeben, dann ist eben die Energie P0 gegeben als die Wurzel aus P-Vektor-Quadrat plus die Ruhemasse MA-Quadrat dieses einen Teilchen-Typs beziehungsweise der Viererimpuls P-Vektor, P-Viererimpuls zum Quadrat erfüllt. P-Quadrat ist gleich MA-Quadrat mit der Ruhemasse MA. Das ist eine Charakterisierung eines Teilchens. Und zweitens, eben wenn Sie ein Teilchen haben mit einem beliebigen Bewegungszustand und ein zweites Teilchen mit einem anderen Bewegungszustand, dann unterscheiden Sie sich in nichts, außer im Bewegungszustand eben. Das heißt, wenn Sie eine Lorentz-Transformation machen, einen Boost oder so, bei dem Sie den einen Bewegungszustand, den einen Impuls in den anderen überführen, dann werden die Zustände gleich. Das heißt, Sie können jeden Teilchenzustand in jeden anderen umtransformieren, einfach durch eine Lorentz-Transformation oder Translation. Also alle Zustände eines bestimmten Typs gehen aus jedem anderen durch eine Poincaré-Transformation hervor. Ich weiß nicht, ob ich es in dem Semester schon mal gesagt habe, aber diese Definition eines Teilchens, die beinhaltet nicht nur Elementarteilchen, die punktförmig sind, wie vielleicht Elektronen oder Protonen, sondern auch zusammengesetzte Teilchen, wie beispielsweise das Wasserstoffatom im Grundzustand. Wasserstoffatom im Grundzustand erfüllt alle genau diese Charakterisierungen und ist in diesem Sinn ein Einteilchenzustand in der Quantenfeldtheorie. Ja? Warum? Ein Ort? Also Ort und Impuls sind ja nicht gleichzeitig scharf messbar. Deswegen können Sie das Teilchen eindeutig durch Angabe des Impulses charakterisieren, aber äquivalent könnten Sie natürlich das Teilchen eindeutig durch Angabe des Ortes charakterisieren. Das wäre ebenfalls möglich. Das heißt, Sie haben natürlich zwei äquivalente Basiswahlen. Aber die Impulsbasis ist natürlich für uns besser. So. Jetzt zur mathematischen Charakterisierung. Was ich hier gesagt habe, bedeutet, dass die Menge aller einteiligen Zustände zum Teilchentyp A eine irreduzible Darstellung der Poincaré-Gruppe bilden. Denn Darstellung heißt, dass Sie einen Zustandsraum haben, nämlich hier den Zustandsraum aller Zustände zum Teilchentyp A. Die Poincaré-Transformationen führen nicht aus dem Raum heraus, deswegen ist es ein Darstellungsraum. Und zweitens können Sie jeden Zustand auf jeden anderen abbilden, daher ist die Darstellung irreduzibel. Es gibt keinen Teilraum, der in sich invariant wäre unter Poincaré-Transformationen. Also haben wir eine irreduzible Darstellung der Poincaré-Gruppe. Das ist eine mathematische Charakterisierung von einteiligen Zuständen. Und ein zweiter Punkt ist der, dass wir jetzt mal einen normierten Zustand betrachten können. Ich sagte ja schon das letzte Mal, dass jetzt normierte Zustände relativ wichtig werden. Also überlegen wir mal, was ein normierter Zustand ist. Sie wissen eben aus der gewöhnlichen Quantenmechanik, Impulseigenzustände sind ja nicht normierbar. Die Norm wäre,
P-Skalarprodukt ist eine Delta-Funktion von P minus P'. Das heißt, die Norm von einem Impulseigenzustand ist Delta von 0, ist unendlich. Das heißt, die sind nicht normierbar. Ein normierbarer Zustand ist eben dann integral über Impulseigenzustände gefaltet mit einem Wellenpaket. Also zum Beispiel so etwas, dp Schlange zur Ruhemasse ma Quadrat mit einem Wellenpaket im Impulsraum g Schlange von p mal diesen Impulseigenzuständen a, p. Und wenn dieses Wellenpaket jetzt wie in der letzten Stunde normierbares Wellenpaket ist, dann ist das hier ein normierbarer Zustand und die Norm ist gegeben durch die Norm von dieser Wellenfunktion hier. Und das ist natürlich kein Impulseigenzustand mehr, wie in der gewöhnlichen Quantenmechanik ebenfalls. Aber das ist immer noch ein Eigenzustand, also ich gebe dem hier mal eine Bezeichnung für alle Fälle, das wäre A, G, das wäre also ein Wellenpaketzustand zum Teilchen Typ A, gegeben durch dieses Wellenpaket. Okay. So, und dieser Zustand ist kein Impulseigenzustand, aber es ist ein Eigenzustand zu einem Operator, nämlich zu dem Operator P Quadrat, zum Viererimpulsoperator zum Quadrat. Das ist ja ein Operator. Der Impulsoperator ist definiert, P Quadrat ist auch definiert. Was passiert also, wenn wir diesen P-Quadrat-Operator auf den normierbaren Zustand anwenden? Dann wirkt dieses P-Quadrat auf diese einzelnen Impulseigenzustände und jeder Impulseigenzustand liefert dann als Eigenwert klein p zum Quadrat. Jedes klein p zum Quadrat ist aber gleich die Masse ma Quadrat. Die können wir aus dem Integral rausziehen. Das heißt, wir kriegen insgesamt eine Eigenwertgleichung mit dem Eigenwert ma Quadrat. Das heißt, der Wellenpaketzustand ist ein normierter oder normierbarer Eigenzustand zum Operator P Quadrat mit dem Eigenwert gleich ma Quadrat. Und das ist eben ein großer Unterschied, ob Sie zu einem Operator einen normierbaren Eigenzustand finden können, dann ist das nämlich ein echter Eigenwert im Sinne der Mathematik. Oder nur diese uneigentlichen Eigenzustände, die nicht normierbar sind, weil dann sind die sogenannten Eigenwerte keine Eigenwerte im Sinne der Mathematik. Aber hier haben wir eben einen echten Eigenwert des P-Quadrat-Operators. Das heißt also, ein mathematisches Charakteristikum von einteiligen Zuständen ist, dass sie echte Eigenzustände zum P-Quadrat-Operator bilden. So, und damit können wir jetzt insgesamt den Zustandsraum unserer Quantenfeldtheorie näher beleuchten. Wir haben also allgemein wissen wir, dass wir einmal den Operator P Quadrat haben und wir haben den vollen Viererimpulsoperator P μ. Und das sind beides hermitische Operatoren, die beide existieren aufgrund der Postulate. Und die kommutieren natürlich miteinander. So, die kommutieren. Das heißt, wir können eine Basis finden aus Zuständen, die simultane Eigenzustände zu beiden Operatoren sind. Und so eine Basis sollten wir jetzt mal aufschreiben. Also, ich sollte hier ergänzen, ist ein echter normierbarer Eigenzustand zum Operator P Quadrat. Also man muss eben immer ein bisschen unterscheiden zwischen der Physikersprache und Mathematikersprache. Ich verwende hier eigentlich die Physikersprache, deswegen muss man das hier extra betonen. Und sowas ist eben für einen Mathematiker kein Eigenzustand, aber für uns ist es ein nicht normierbarer Eigenzustand. Und hier meine ich jetzt natürlich auch im Allgemeinen nicht normierbare Eigenzustände, also so wie Sie es eben gewöhnt sind, nur Missverständnisse zu vermeiden. So, und um das nochmal weiter auszuführen, generell können Operatoren eben diese entweder normierbaren oder nicht normierbaren Eigenzustände und Eigenwerte enthalten, das heißt, die können
kontinuierliche oder diskrete Eigenwerte oder sogenanntes Spektrum haben. Können kontinuierliche oder diskrete Eigenwerte das Spektrum beziehungsweise nicht normierbare oder normierbare Eigenzustände. So, also denken Sie ans Wasserstoffatom als einfaches Beispiel. Da hat der Hamilton-Operator eben ein diskretes Spektrum. Das besteht aus den Wasserstoffbindungszuständen mit Energie kleiner als Null. Und die Eigenzustände dazu sind normierbare Wellenpakete, die zu diesen echten mathematischen Eigenwerten korrespondieren. Dann hat der Hamilton-Operator aber auch ein kontinuierliches Spektrum für Energie größer als Null. Da gibt es einfach freie Streuung zwischen dem Proton und dem Elektron, die aneinander vorbeifliegen mit irgendeiner Gesamtenergie. Und da ist die Energie beliebig und die Eigenzustände dazu sind nicht normierbare, meinetwegen Impulseigenzustände. Das heißt, der Wasserstoff-Hamilton-Operator hat auch so einen Teil kontinuierliches Spektrum, einen Teil diskretes Spektrum und einen Teil nicht normierbare und einen Teil normierbare Eigenzustände. Und so ist es bei uns jetzt auch. Genau, genau. Richtig. Und so können wir jetzt unsere Zustände auch ganz gut klassifizieren und kriegen dann ein schönes physikalisches Bild. Also haben wir erstmal den Fall diskreter Eigenwert zu dem vollen vierdimensionalen Pμ-Impulsoperator. Und damit natürlich auch zu dem Quadrat P Quadrat. Welcher Zustand ist ein diskreter Eigenzustand, der normierbar ist zu allen vier Komponenten des Impulses? Da gibt es haargenau einen einzigen Zustand. Nämlich, das kann nur ein Zustand sein mit P gleich 0. Denn hätte er P ungleich 0, könnten Sie durch eine Lorentz-Transformation den Impuls kontinuierlich ändern und dann wäre es kein diskreter Zustand mehr. Das heißt, der einzige Zustand, der hier möglich ist, ist das Vakuum. Das ist natürlich ein normierter Zustand, der erfüllt Pμ aufs Vakuum gleich 0 für alle vier Komponenten. Dann der nächste Fall, diskrete Eigenwerte von P Quadrat, aber nicht von Pμ. Und das sind genau die einteiligen Zustände. Das sind eben die echten Eigenzustände, die normiert werden können zu P Quadrat, zum Massenquadrat, aber die sind natürlich keine echten Eigenzustände zum Impuls, weil sie Wellenpakete bilden müssen, Falten über den Impuls. So, das sind also einteiligen Zustände. Sagen wir A, I, P und den Spin lassen wir mal weg. Und die erfüllen jeweils P0 gleich Wurzel aus P Vektor Quadrat plus MAI zum Quadrat. Und die sind, wie gesagt, normierbar, indem sie über ein Wellenpaket falten. So, und dann bleibt die letzte Möglichkeit, nämlich kontinuierliche Eigenwerte zu beidem, zu allem, insbesondere auch zu P Quadrat. Und das ist halt der ganze Rest. Und das könnte man dann eben als Mehrteilchenzustände beschreiben.
wobei wir noch nicht genau wissen, ob die Zustände dann so eine Interpretation haben wie zweiteiligen oder dreiteiligen. Es ist erstmal irgendwas, was kein Einteilchen und kein Vakuum ist. Aber um den Namen zu geben, nenne ich das mal P, S, N. Und dann steht jetzt dieses P steht für den Eigenwert des Impulsoperators und der soll erfüllen P Quadrat gleich S. S wäre also der Eigenwert des P Quadrat Operators, das heißt P Quadrat erfüllt P Quadrat gleich S. Und das hier wären irgendwelche weiteren Quantenzahlen, die Sie brauchen, um den Zustand zu charakterisieren. Das heißt, der Zustand, wenn Sie den Dreierimpuls vorgeben, dann hat so ein mehrteiligen Zustand noch eine kontinuierliche Freiheit, dass die Energie kontinuierlich variabel ist. Das ist bei einem zweiteiligen Zustand zum Beispiel anschaulich, weil wenn Sie den Dreierimpuls vorgeben, zum Beispiel im Schwerpunktsystem, können Sie immer noch die Relativgeschwindigkeit beliebig wählen und die Energie kontinuierlich erhöhen oder erniedrigen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Charakteristika, zum Beispiel zweiteiligen Zustand aus E plus E minus oder vierteiligen 2E plus und 2E minus und so weiter. Das heißt, es gibt im Allgemeinen viele unterschiedliche mehrteiligen Zustände zur selben Energie und Impuls. Dixin können auch normiert werden. Wenn Sie einen normierbaren mehrteiligen Zustand wollen, dann müssen Sie eben vierdimensional falten im Sinne von D4P mal einem vierdimensionalen Wellenpaket H-Schlange von P mal solchen Zuständen P, S, N. Dann kriegen Sie einen normierten mehrteiligen Zustand und der ist dann kein Eigenzustand mehr, weder von P Quadrat noch von P mu. Und damit mit dieser Liste können wir eine Basis aufschreiben von Zuständen in unserer Theorie. Und so eine Basis aufzuschreiben ist immer ganz gut möglich durch eine Zerlegung der Einheit. Dann hat man alle Basiszustände sauber hingeschrieben, auch mit Normierung. Und Sie können schön diskrete und kontinuierliche Zustände in einer Formel zusammenfassen. Und das schreiben wir so, die Einheit 1, 1 Operator, kann jetzt zerlegt werden durch diese dyadischen Produkte von allen Basiszuständen. Hier einmal das Vakuum, dann plus alle einteiligen Zustände, also Summe über alle einteiligen Typen, sagen wir AI. Und für jeden einteiligen Typ haben wir so ein Integral dp Schlange zur Masse mai Quadrat und dann so ein dyadisches Produkt AIP. Das wäre also ein Projektionsoperator auf den einteiligen Raum zum Typ AI. Und dann Summe über alle einteiligen Räume. Und dann der ganze Rest plus ein Integral über ds und für jedes s dp Schlange zu p Quadrat gleich s und dann noch eine Summe oder verallgemeinerte Summe Integral über diese weiteren Charakteristika n und dann diese dyadischen Produkte psn PSN. So, und dann haben wir es eben zerlegt nach Vakuum, einteiligen und mehrteiligen Zuständen. Und das ist unsere Basis des Zustandsraums. Okay. Gut, lassen wir das mal stehen. Das ist ja ein wichtiges Ergebnis, was wir dann immer aufrufen können. Diese Basis des Zustandsraums.
Okay, gibt es Zwischenfragen zu der Basis, zu der Einteilung der Zustände? Ja. N wäre irgendwelche weitere Charakteristika, wenn Sie den Zustand vor, den Impuls vorgeben. Sagen wir mal, Sie sind im Ruhesystem, dann ist der räumliche Impuls gleich 0. Dann sagen Sie jetzt, ich habe also jetzt einen Zustand mit räumlichem Impuls gleich 0. Was haben Sie dann noch für Möglichkeiten für Zustände? Stellen wir uns konkret eine Teilchentheorie vor, dann könnten Sie haben E plus E minus kollidieren mit gesamträumlichem Impuls gleich 0. Dann ist die Energie schon mal von irgendeinem Startwert bis zu unendlich variabel durch den die Schwerpunktsenergie. Können Sie von A bis unendlich einstellen. Aber dann können Sie E plus E minus kollidieren oder Proton, Antiproton oder zwei Protonen kollidieren oder vier E plus E minus kollidieren. Und Sie haben immer dieselbe Energieimpulsmöglichkeiten, aber Sie müssen natürlich die Zustände unterscheiden. Und dieses N steht für diese weiteren Charakteristika, die dann den Zustand eindeutig werden lassen. Und da wissen wir jetzt nicht, ob diese weiteren Charakteristika diskret sind, wie im Fall von Angabe zwei Elektronen oder zwei Protonen, oder ob es da noch kontinuierliche Charakteristika eventuell gibt. Das wissen wir alles nicht und das spielt auch keine Rolle. So, jetzt also die erste wichtige Anwendung unserer Postulate auf die Struktur von Zweipunktfunktionen. Und das wird uns die erste Berechnung von Observablen ergeben, nämlich von Massen. Und ich nenne das direkt mal Polmassen, weil, wie Sie sehen werden, hängen die Massen zusammen mit Polstellen. Und da fangen wir an mit der wichtigen Kellén-Lehmann-Darstellung. Das ist eine wichtige, nicht störungstheoretische Formel für Green-Funktionen in einer allgemeinen Feldtheorie und die erlaubt Einsichten in Green-Funktionen, in die analytische Struktur, in Polstellen und in Relationen zu diesen Eigenwerten von Operatoren. Also zunächst nochmal zur Motivation. Wie war es beim freien Feld? Beim freien Feld hatten wir freies Vakuum, freier Feldoperator Phi von X und dann ein freier Einteilchenzustand. Was kommt hier raus, wenn Sie das Matrixelement ausrechnen? Wer kann das im Kopf rechnen? Das hier ist ja ein Integral über Erzeuger und Vernichter. Die Erzeuger und Vernichter gehen jeweils mit E hoch plus minus IPX. Und das hier ist ein Einteilchenzustand gegeben durch Erzeugungsoperator angewendet aufs Vakuum. Okay. Das heißt, Sie kriegen hier einen Beitrag, wenn hier ein Vernichter vorkommt. Der Vernichter wirkt dann auf den Einteilchenzustand, verwandelt den ins Vakuum und dann gibt es einen Überlapp mit dem Vakuum hier. Das heißt, Sie kriegen genau einen Beitrag von dem Vernichteranteil hier drin. Und zwar genau dann, wenn in dem Integral über den Vernichter der Impuls gleich diesem Impuls hier ist. Und die ganzen Vorfaktoren fallen weg durch die Delta-Funktionen, die hier dann auftreten und die Normierung der entsprechenden Delta-Funktionen. Und dann kommt einfach aus E hoch minus IPX, der Vorfaktor, in diesem Fourier-Integral. E hoch minus IPX. Wobei das P jetzt die Relation P Quadrat gleich M Quadrat erfüllt, wobei M die Masse des freien Teilchens ist, die in der Lagrange-Dichte dann durch diesen m²-phi²-Term definiert wurde. Zweitens, freier Propagator T phi phi mit irgendwelchen Argumenten xy oder so ist gleich ein freier Propagator I mal D und dem gebe ich jetzt hier noch ein zusätzliches Argument, weil der Propagator hängt ja ab von der Masse dm² von x. X ist die Differenz der Argumente hier. Und die Fourier-Transformierte des Propagators, die Schlange, zur Masse m² von p, die war i geteilt durch p² minus m²
plus I Epsilon. Das war der freie Propagator. So, das wissen wir. Und jetzt rechnen wir mal nicht störungstheoretisch einen vollen Propagator aus von solchen allgemeinen Feldoperatoren in einer allgemeinen Feldtheorie. Fangen wir also an. Sei O von X so ein lokaler kausaler Feldoperator aus diesem Kapitel 4.1.1. Und ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir mal an, dass der Vakuumerwartungswert dieses Operators gleich 0 ist. Ansonsten könnten wir den Operator durch eine Zahl verschieben, sodass der Vakuumerwartungswert verschwindet. Aber es ist jetzt das Unmessung, die Fourier-Transformation von dem Oberen. Das? Ja. Genau. Also wir hatten hier ja relativ ausführlich diesen freien Propagator ausgerechnet. Wenn Sie sich erinnern, da hatten wir zunächst im Ortsraum angefangen mit Argument XY und so. Dann wertet man die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren aus, kriegt irgendeinen komplizierten XY-abhängigen Ausdruck mit Theta-Funktion wegen dieser Zeitordnung. Und dann hatte ich damals argumentiert, das ist ein ungünstig aussehender Ausdruck, weil wir hatten dreidimensionales Integral und eindimensionale Theta-Funktionen. Und magischerweise konnte man das aber Fourier transformieren in vier Dimensionen und bekam diesen Lorentz-invarianten Ausdruck. Und dieser Ausdruck hat dann halt p² ungleich m², weil das jetzt eine vierdimensionale Fourier-Variable ist. Und die Polstelle dieses Propagators reproduziert halt die Masse des freien einteiligen Zustands. Okay, das halten wir mal im Hinterkopf und schauen jetzt an, was in der vollen Feldtheorie passiert. Fangen wir an mit einem Lemma 1. Nehmen wir hier zu diesem Operator noch einen einteiligen Zustand. A, P. Und damit gilt die folgende Aussage, nämlich dieses Matrixelement Vakuum, Feldoperator O von X und einteiligen Zustand A, P. Dafür gibt es jetzt eine Formel. Und erinnern Sie sich an den freien Fall. Da kam einfach E hoch minus IPX raus. Und jetzt haben wir halt analog das volle Vakuum, einen beliebigen kausalen lokalen Feldoperator und einen beliebigen einteiligen Zustand zum Typ A. Und das Ergebnis ist gleich irgendeine Konstante, Wurzel geschwungen z, mal e hoch minus ipx. Also genau dasselbe, bis auf irgendeine Konstante, Wurzel z. Also eine Konstante, die hängt nicht von x oder p ab, aber die hängt ab vom Teilchentyp natürlich und von diesem Operator. Also die hängt nur davon ab, diskret, welchen Operator Sie wählen und welchen Einteilchentyp Sie wählen. Und dann haben Sie irgendeine Konstante und bis auf die Konstante kriegen Sie das gleiche Ergebnis wie im freien Fall. Und es existiert mindestens ein Feldoperator, für den dieses Matrixelement ungleich 0 ist. Und das folgt aus diesem Postulat der Vollständigkeit. So. Wie können wir das jetzt beweisen? Nichts leichter als das. Wir schreiben es einfach hin. Die linke Seite hier von diesem Matrixelement, die können wir einfach umformen. Nämlich wir können diesen Operator O von X umformen durch eine Translation. Wir können die Translation nutzen, 4.1.1.2, dass wir den Operator verschieben können und in dem Fall nehmen wir das Phi von O von X, so dass wir zunächst mal von dem Ursprung ausgehen, O an der Stelle 0,
verschieben das und landen dann bei O von X. Und dann kriegen wir, das ist das gleiche wie Omega mal E hoch I Impulsoperator, ist der Impulsoperator hier, mal X, mal Operator an der Stelle 0, mal E hoch minus I Px, mal dem einteiligen Zustand A, P. Ja? Weil dieses Produkt hier ist das gleiche wie O von X nach der Translationseigenschaft. Und die Translation passiert halt immer mit Exponentialfunktionen des Impulsoperators. So, und jetzt ist alles butterweich, denn was passiert jetzt hier? Wir haben ja hier einen Impulseigenzustand mit Eigenwert 0, hier einen Impulseigenzustand mit Eigenwert klein p. Das heißt, aus dem Impulsoperator wird einfach der Eigenwert klein p. Dann können wir das rausziehen, e hoch minus i mal klein p mal x. Rausgezogen aus dem ganzen Matrixelement. Ist also gleich e hoch minus i mal klein p mal x mal dem verbleibenden Matrixelement Vakuum, Operator an der Stelle 0 und einteiligen Zustand. Und das ist jetzt nichts anderes als unsere konstante Wurzel z. Ganz einfach. Das heißt, die x-Abhängigkeit ist eine reine E-Funktion, wie behauptet, und der Rest ist x-unabhängig. Aber der Witz ist, der Rest ist auch unabhängig von p wegen Lorentz-Invarianz. Wir haben ja zwar Lorentz-Transformation jetzt nicht genau definiert, aber es ist klar, dass wenn Sie diesen Operator jetzt mit einer Lorentz-Transformation drehen würden, würde sich hier der Impuls zum Beispiel irgendwie transformieren auf einen Referenzimpuls, zum Beispiel im Ruhesystem, und dann wäre das Matrixelement immer gleich demjenigen, wo Sie hier den Ruhesystemimpuls haben. Das heißt, es hängt nicht von der konkreten Wahl von P ab, sondern wie gesagt nur vom einteiligen Typ. Also wegen Lorentz-Invarianz. So, und damit haben wir schon was Schönes erreicht, nämlich in der allgemeinen Theorie haben wir solche Matrixelemente, die sehr ähnlich aussehen wie im Fall des freien Feldes. Und jetzt können wir weitermachen und Zweipunktfunktionen betrachten, ähnlich wie das hier. Und da gilt dann eine ähnliche Rechnung und ein ähnliches Ergebnis. So, ich wische das hier mal weg, aber merken Sie sich eben die Motivation, dass der freie Propagator durch diesen Ausdruck gegeben ist, der im Fourierraum dann einfach I durch P Quadrat minus M Quadrat liefert. Okay, hier unsere Zerlegung der Einheit nochmal und jetzt kommen wir zu Lemma 2. Betrachten wir also eine Zweipunktfunktion, das heißt Vakuumerwartungswert, der in der vollen Theorie von O von X mal O Decker am Ursprung mal Vakuum. Diese Zweipunktfunktion, die können wir schreiben als ein Integral über ds mit einer Gewichtsfunktion rho von s mal diesem Ausdruck Delta plus von s von x. Dieses Delta plus von x, ich schreibe gleich nochmal die Definition hin im Verlauf des Beweises, aber das war etwas, was ganz am Anfang im Semester aufgetaucht war, als so ein typisches Integral über eine Exponentialfunktion. Und das wird jetzt hier wieder auftauchen. So beweisen wir das. Und dafür nutzen wir genau die Zerlegung der 1. Die steht hier praktischerweise nochmal oben drüber. Und wenn wir die also einsetzen, was passiert dann? Dann kriegen wir ja immer solche dyadischen Produkte und die setzen wir hier in der Mitte ein. Und dann liefert so ein typischer Term, der sieht dann so aus, Vakuum. Dann O von X
Und dann irgendeiner von diesen Zuständen, und das sind ja alles Impulseigenzustände, also schreibe ich einfach mal P hin, P, O Decker von 0 und wieder Vakuum. Das taucht da immer auf. Und wie können wir das jetzt umformen? Nach dem, was wir vor 2 Minuten gerechnet haben. So können wir da hier genau das Gleiche machen. Durch Translation verschieben wir das an den Ursprung. Wenn wir es an den Ursprung verschieben, dann ziehen wir raus E hoch minus IPX, wobei P jetzt genau dieses P aus dem Impulseigenzustand ist und X ist das X von dem Operator. Und dann verbleibt hier Omega O von 0 mal P, P O Decker von 0 mal Omega. Das ist genau ein Betragsquadrat. Betragsquadrat von Omega O von 0 mal P. Betragsquadrat. Das taucht also auf. Das heißt, wir setzen jetzt die Zerlegung der Einheit ein. Für jede einzelne Zeile darin passiert das da hier. Und dann erhalten wir insgesamt ein Ergebnis. Die linke Seite ist jetzt gleich folgendes. Das Vakuum trägt nicht bei, weil wir angenommen haben, dass das O keinen Vakuumerwartungswert hat. Also trägt nur die zweite und dritte Zeile in der Zerlegung der Einheit bei. So, okay, also für die zweite Zeile kriegen wir dann Summe über all diese einteiligen Typen AI. Und für jeden einteiligen Typ bekommen wir dann dieses Integral dp Schlange zur Masse mai Quadrat mal dieser E-Funktion e hoch minus ipx, wobei das p jetzt p Quadrat gleich mai Quadrat erfüllt wegen diesem Integralmaß, mal dem Betragsquadrat, und das ist dann das Betragsquadrat von Omega, dem Operator O von 0 und dem einteiligen Zustand AI mit Impuls P. Betragsquadrat. So, und für die dritte Zeile passiert das Analoge plus Integral DS, dann Integral DP Schlange zu P Quadrat gleich S und dann die verallgemeinerte Summe über die weiteren Charakteristika N. Und dann haben wir e hoch minus ipx, wobei p Quadrat gleich s erfüllt, mal dem Betragsquadrat Omega o von 0 mal psn, diesem mehrteiligen Zustand, insgesamt zum Quadrat. Und das Ganze ist jetzt nichts anderes als ein Integral ds mit einer Gewichtsfunktion Rho von S mal dem verbleibenden Integral dp Schlange zur Masse S mal e hoch minus ipx. Ja? So, ich habe das einfach in diese Form gezwungen. Was ist jetzt dieses Rho, das ich hier eingeführt habe? Das Rho ist immer der ganze Vorfaktor, weil überall taucht ja auf Integral dp Schlange zu einer Masse und dann wird über S hier integriert. Die E-Funktion kann ich rausziehen und der ganze Rest hier, die verallgemeinerte Summe über das Betragsquadrat, das wäre jetzt mein Beitrag zu der Gewichtsfunktion Rho von S. Und hier oben, da habe ich eine Summe, aber eine Summe kann ich auch als Integral schreiben, indem ich die Summe hier ersetze durch Integral ds mal der Summe über AI von Delta von S minus MAI Quadrat. Dann ist das das Gleiche. Und dann ist die obere Zeile auch in dieser Form. Und der Beitrag zur Gewichtsfunktion würde dann kommen von diesen Delta-Funktionen multipliziert mit diesen einteiligen Betragsquadraten. Ich schreibe das nochmal hin, weil das ganz nützlich festzuhalten ist. Dieses Rho von S ist jetzt hierdurch implizit definiert als die Summe über die einteiligen Typen AI und für jeden eine Delta-Funktion S minus MAI Quadrat mal diesen Betragsquadraten Omega O von 0 mal AI, P Betragsquadrat plus die verallgemeinerte Summe über die weiteren Charakteristika von dem Betragsquadrat hier. Das ist das Rho. Und dieses Rho hat eine ganz einfache und wichtige physikalische Interpretation. Weil was ist das hier? Das insgesamt,
Wenn Sie von links lesen, dann haben Sie hier links das Vakuum und auf das Vakuum wenden Sie an den Operator O von 0. Dann kommt von links gesehen irgendein Zustand raus und Sie bilden das Matrixelement von diesem Zustand mit allen Basiszuständen der Theorie. Hier mit allen einteiligen Zuständen, hier mit allen mehrteiligen Zuständen bilden immer die Betragsquadrate. Aber nur zu Zuständen, die die Energie Impulsrelation P Quadrat gleich S erfüllen. Das heißt, was hier steht, ist die Gesamtwahrscheinlichkeit dafür, dass diese Kombination Omega und O von 0 einen Zustand liefert mit P Quadrat gleich S oder einen Zustand der Masse S. Also die Gesamtwahrscheinlichkeit dafür, dass Omega O von 0, also von links gelesen jetzt, einen Bra enthält, der P Quadrat gleich S erfüllt. Das ist also eine wichtige Relation. Und das können Sie sich konkret mal vorstellen. Denken Sie sich hier, O wäre jetzt irgendein Feldoperator. Die haben ja meistens irgendwelche Namen, wie sagen wir mal, Elektronenfeldoperator. Dann würden Sie jetzt den Elektronenfeldoperator aufs Vakuum anwenden. Und dann fragen Sie sich, was ist die Gesamtwahrscheinlichkeit dafür, dass wenn Sie den Elektronenfeldoperator aufs Vakuum anwenden, dass Sie dann einen Zustand bekommen mit P Quadrat gleich 1.000.000 GeV zum Quadrat. Sowas, das ist die Frage. Und jetzt kommt eine interessante weitere Diskussion, nämlich Sie können natürlich das Analoge definieren. Ich nenne es Rho quer von S, wenn Sie nicht den Operator O anwenden, sondern den Operator O Decker anwenden. Das wäre dann im Beispiel der Positronenfeldoperator oder Antielektronenfeldoperator. Mit O Decker von 0. Okay. So überall ist O durch O Decker ersetzt. Und dann würde dieses Rho quer jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür messen, dass wenn Sie den Positronenfeldoperator aufs Vakuum anwenden, irgendeinen Zustand mit P Quadrat gleich S erhalten. Und was denken Sie, was ist da jetzt die Korrelation zwischen den zwei? Elektron- oder Antielektronenfeld aufs Vakuum anwenden, liefern die was Gleiches oder liefern die was Unterschiedliches? Das war deutlich. Und da wischen wir diese Zerlegung der Einheit mal weg. So, und die Antwort ist jetzt implizit gegeben durch die Kellen-Lehmann-Darstellung. Die sagt uns nämlich, dass das hier gilt, wenn wir jetzt mal als Bezeichnung einführen, G-Schlange, Zwei-Punkt-Funktion abhängig von P, ist folgendes, Omega, jetzt zeitgeordnetes Produkt von O von X und O Decker von 0, Omega, dann ist das hier genau das Analogon, Fourier transformiert als Funktion von P, das ist genau das Analogon zu dem freien Propagator. Nur, dass wir jetzt wechselwirkende Felder haben und das volle Vakuum der Theorie. Okay. Diese Green-Funktion, die wir ja auch Feynman-diagrammatisch berechnen können, über Gell-Mann-Loh-Formel und Wick-Theorem und Renormierung, die hat die Darstellung Integral über S mit einer Gewichtsfunktion Rho von S, und zwar mit genau dem Rho von hier, mal dem freien Propagator I geteilt durch P Quadrat minus S plus I Epsilon. Das heißt, wir integrieren über lauter freie Propagatoren zu unterschiedlichen Massen mit der Gewichtsfunktion, die wir gerade definiert haben.
Also eine exakte Aussage und die können wir jetzt ganz leicht beweisen, weil wir haben ja hier schon das Wesentliche gemacht, nämlich die Zweipunktfunktion ohne T-Produkt haben wir ja ausgerechnet durch die Gewichtsfunktion. Und jetzt müssen wir halt das T-Produkt noch ins Spiel bringen. Das heißt, im Beweis müssen wir nur die zwei Fälle vergleichen, nämlich einmal für x0 größer als 0. Für x0 größer als 0 liefert die Zeitordnung genau das, was hier unten steht. Und das Ergebnis haben wir berechnet, nämlich das Ergebnis ist diese Gewichtsfunktion. Habe mich selbst überholt. Auf jeden Fall haben wir das hier noch gar nicht gesagt. Dieses Integral hier unten, das da aufgetaucht war, das ist ja genau definiert als dieses Delta plus von S. Das war die Definition. Okay. Und das war die Definition, deswegen gibt es da nichts mehr zu rechnen, aber damit ist der Beweis hier vervollständigt. So, das haben wir also. Das heißt, für x0 größer als 0 wissen wir, dass die linke Seite hier der Formel liefert ein Integral über S mit der Gewichtsfunktion Rho von S mal Delta plus zur Masse S von X. Was passiert jetzt für x0 kleiner als 0? Für x0 kleiner als 0 schauen wir, was sich ändert. Für x0 kleiner als 0 dreht jetzt das T-Produkt die Zeitordnung um. Die Reihenfolge um. Dann steht hier O Decker von 0 steht links, O von X steht rechts. Da können wir natürlich die gleiche Rechnung durchziehen. Aber dann gibt es eben zwei Unterschiede. Einmal, dass immer O Decker links steht und O rechts steht. Das heißt, in der Gewichtsfunktion kriegen wir dann hier etwas, wo O Decker auftaucht anstatt O. Das liefert uns die Gewichtsfunktion Rho quer anstatt Rho. Zweitens, das x steht rechts und steht dann hier rechts in diesem Punkt, wo wir diese Translation machen mussten. Das heißt, es liefert bei der Translation e hoch plus ipx anstatt e hoch minus ipx. Das heißt, das ändert hier in dem das Vorzeichen. Wir kriegen also Integral ds über Rho quer von s mal Delta plus zur Masse s mit Argument minus x. Und das ist jetzt a priori nicht verknüpft. Jetzt kommt ein entscheidender Quantenfeldtheorie-Schritt, nämlich welche Quantenfeldtheorie-Überlegungen können wir anstellen, um diese zwei Terme miteinander in Beziehung zu setzen. Es gibt eine physikalische Situation, bei der die Zeitordnung irrelevant sein sollte. Nämlich dann, wenn die zwei Operatoren hier an raumartig getrennten Punkten definiert sind. Wenn also dieses x vom Ursprung raumartig entfernt ist, dann müssen die zwei Operatoren miteinander kommutieren wegen Kausalität. Und dann muss die Zeitordnung egal sein. Das heißt, dann können Sie es einmal so ausrechnen und einmal so ausrechnen, aber das Ergebnis muss identisch sein. Das ist die Kausalität. Das heißt, Kausalität sagt uns, dass für raumartige x das gleich dem sein muss. Schreiben wir es auf. Fordert für x0 kleiner als 0 gilt O von x und O Decker von 0 kommutiert. Und daraus folgt, die Zeitordnung ist egal und die beiden Terme hier müssen gleich sein. Und für die Zeitordnung und für raumartige x ist auch das Vorzeichen in dem Delta auch egal. Das heißt, die beiden Deltas hier sind gleich. Die Deltas sind gleich, die hängen in nicht trivialer Weise von x und von s ab. Wir integrieren über s. Damit für jedes x das Integral über s gleich ist, muss dann gelten, dass die Gewichtsfunktionen hier gleich sind. Das heißt, Rho quer ist gleich Rho. Das heißt, eine ganz wichtige, ziemlich abstrakte, aber trotzdem sehr wichtige Konsequenz der Kausalität ist, dass die Gewichtsfunktionen für Felder und hermitisch konjugierte Felder die gleichen sind.
O von S ist gleich O quer von S. Wenn Sie die Bedeutung nochmal sich vergegenwärtigen, die war doch, dass Rho bezeichnet die Gesamtwahrscheinlichkeit, um im Beispiel zu bleiben, dass ein Elektron fällt aus dem Vakuum einen Teilchen mit Masse S erzeugt. Rho quer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Positronfeldoperator aus dem Vakuum ein Teilchen der Masse S erzeugt. Jetzt sind die Gewichtsfunktionen gleich. Was sagt uns das? Woran erinnert uns das? Das erinnert uns an die Überlegungen der allerersten Stunden hier im Semester, wo wir ja allgemeine anschauliche Überlegungen zu relativistischen Theorien aufgestellt haben. Wir haben zum Beispiel diese Kausalitätsbetrachtung gemacht, Teilchen propagiert von hier nach hier oder Teilchen im anderen Bezugssystem propagiert von hier nach hier. Damit die beiden Interpretationen kompatibel waren, mussten wir annehmen, dass hier an so einem Punkt immer eine Wahrscheinlichkeit für Absorption und Wahrscheinlichkeit für Emission des entsprechenden Antiteilchens gleich sein mussten. Dafür muss es überhaupt erstmal Antiteilchen geben und die Wahrscheinlichkeiten für die Produktion müssen auch nochmal gleich sein. Und das finden wir jetzt hier wieder in der exakten Quantenfeldtheorie, ohne irgendeine Näherung. Das heißt, wann immer es irgendein Teilchen gibt, was Sie mit einem Elektronenfeldoperator erzeugen können, muss es auch ein Teilchen mit derselben Masse geben, was Sie mit dem Antielektronenfeldoperator erzeugen können und die Erzeugungswahrscheinlichkeit ist gleich. Das heißt, wir kriegen hier aus der Kausalität diese Aussage über Teilchen-Antiteilchen-Beziehungen. Also so in Worte gefasst könnte man aufschreiben, die Wahrscheinlichkeit für Teilchenerzeugung ist gleich der Wahrscheinlichkeit für Antiteilchenerzeugung. Und zu jedem Teilchenzustand gibt es eben einen passenden Antiteilchenzustand. Und das entspricht genau der Diskussion in unserem Kapitel 1. Und das ist auch die Grundlage für das sogenannte CPT-Theorem der Quantenfeldtheorie. Das ist genau die Formalisierung von dieser Teilchen-Antiteilchen-Relation. Okay, und damit haben wir die Kellen-Lehmann-Darstellung praktisch bewiesen. Nämlich, wir wissen jetzt, die beiden Gewichtsfunktionen sind gleich. Für die eine Zeitordnung kriegen wir also Rho mal Delta Plus von X. Für die andere Zeitordnung kriegen wir jetzt dasselbe Rho mal Delta Plus von minus X. Das heißt allgemein, für eine beliebige Zeitordnung bekommen wir jetzt auf der linken Seite von unserer Behauptung, die linke Seite liefert dann ein Integral ds mal immer derselben Gewichtsfunktion Rho von S und dann haben wir halt die Theta-Funktion Theta von x0 mal Delta plus S von x plus Theta-Funktion von minus x0 mal Delta plus S von minus x und das hier ist genau unser freier Propagator gewesen. Das ist gleich I mal diesen freien Propagator zur Masse S von X und die Fourier-Transformation liefert dann eben I mal den Fourier-transformierten Propagator zur Masse S von P und das war gleich I geteilt durch P Quadrat minus S plus I Epsilon, wie behauptet. Das heißt, wir haben diese Kellen-Lehmann-Darstellung hergeleitet. Die ist also letztlich die Aussage, dass es erstens mal so eine Gewichtsfunktion gibt, die hat eine anschauliche Bedeutung, wie gerade diskutiert, als diese Gesamtwahrscheinlichkeit. Und wenn wir dann diese Gewichtsfunktion kennen, dann können wir über so ein Integral den exakten Propagator bestimmen. Und selbst wenn wir die Gewichtsfunktion nicht kennen,
sondern nur wissen, dass die Darstellung existiert, lernen wir natürlich extrem Wichtiges über den Propagator. Diese Darstellung ist also äußerst mächtig und ich möchte jetzt einige Anwendungen geben, teilweise explizit und teilweise andeutungsweise, damit Sie sehen, welche Auswirkungen das insgesamt hat. Gibt es hier noch irgendwelche Unklarheiten zu einigen Details der Herleitung? Ja. Warum kann man nochmal schlussfolgern, dass aus diesem, dass diese Deltas gleich sind, dass da auch folgendes ist, diese Dichten gleich sind? Weil wir dann das für verschiedene x anwenden? Genau, eben das ist ja eine nicht triviale Funktion von x. Es ist wie ein Faltungsintegral letzten Endes über S und danach kommt eine x-abhängige Funktion raus und damit es für jedes x gleich ist, muss eben hier die Gewichtsfunktion auch gleich sein. Gewisserweise ist die Gewichtsfunktion halt sowas, die Gesamtwahrscheinlichkeit für Zustände der Masse S, die weiß halt dann was über, wie dieser Operator O, den wir ausgewählt haben, mit allen Basiszuständen unserer Theorie interagiert. Mit manchen Basiszuständen wird er halt einen nicht verschwindenden Überlapp haben, mit einigen anderen Basiszuständen hat er natürlich keinen Überlapp. Zum Beispiel der Elektronenfeldoperator wird dann mit dem Positronenteilchenzustand keinen Überlapp haben. Der wird mit dem Elektronenzustand einen Überlapp haben und so weiter. Aber es gibt eben in der vollen Theorie keine eindeutige Beziehung zwischen Teilchentypen und den Feldoperatoren. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass so ein Elektronenfeldoperator in der vollen Theorie, der hat dann nicht nur Überlapp mit dem Elektronenzustand, sondern vielleicht auch mit dem Zustand bestehend aus Elektronen plus Elektron-Positron-Paar oder Elektronen plus 10 Photonen oder Elektronen plus irgendwelche anderen Teilchen, die elektrisch neutral sind. Und all diese Zustände finden sich dann in der Gewichtsfunktion wieder. So, jetzt also zu einigen Korollaren. Und Anwendungen. Das wichtigste Korollar für uns und die wichtigste Anwendung ist direkt mal das, nämlich diese Zweipunktfunktion, G-Schlange von P. Die hat jetzt Polstellen da, wo der P-Quadrat-Operator Eigenwerte hat. Hat eine Polstelle bei p Quadrat gleich mai Quadrat und das Residuum ist gleich der Betrag von diesem geschwungen Z, das wir eingeführt haben. Das heißt, wir können anschaulich schreiben, g Schlange 2-Punkt-Funktion von p ist gleich I mal geschwungen Z geteilt durch P Quadrat minus MAI Quadrat plus I Epsilon plus der ganze Rest. So, das ist es. Das heißt, bei so einem freien, bei einem einteiligen Zustand haben diese Green-Funktionen Pole. Und das heißt eben für uns, dass wir jetzt wissen, wie wir solche Eigenwerte des P-Quadrat-Operators berechnen können, nämlich als solche Polstellen. Also Eigenwerte des P-Quadrat-Operators entsprechen also physikalischen Ruhemassen einmal. Von einteiligen Zuständen. Und wie wir hier sehen, entsprechen die dann Polstellen
von diesen Propagatoren. Achso, falls es nicht ganz offensichtlich ist, vielleicht ist es nicht ganz offensichtlich, weil dieses Roh, das Roh hatte ja als Teil der Definition diese Summe über die ganzen einteiligen Zustände und für jeden einteiligen Zustand gab es eben dieses Delta von S minus MAI Quadrat mal diesem Matrixelement O von 0 AI, P zum Quadrat. Und das hier war ja nach dem ersten Lemma genau dieses Wurzel Z. Also kommt hier raus Betrag Z. Das heißt, für jeden einteiligen Zustand haben wir genauso einen Delta-Funktionsanteil multipliziert mit dem Betrag Z. Und wenn wir das hier einsetzen, dann kriegen wir eben aus jedem Delta-Funktionsanteil genau einen Propagator mit der Masse MAI Quadrat des einteiligen Zustandes und im Zähler steht genau dieses Betrag Z. Und das heißt, wenn wir das jetzt skizzieren, dann kriegen wir Rho als Funktion von S folgendermaßen. Sagen wir mal, hier ist so eine Masse MA1 Quadrat von einem leichtesten einteiligen Zustand, hier MA2 Quadrat von einem nächsten einteiligen Zustand. Und dann hat das also hier so ein Delta-Peak, hier noch ein Delta-Peak und die Normierung ist jeweils das entsprechende Wurzel Z, kann unterschiedlich sein. Und dann gibt es hier vielleicht irgendeinen Kontinuumsanteil, der von den ganzen mehrteiligen Zuständen kommt. So kann das aussehen. Und da wäre hier, die Grenze wäre der leichteste mehrteiligen Zustand. Ab der Energie oder ab dem P-Quadrat, wo es mehrteiligen Zustände gibt, beginnt dann so ein kontinuierlicher Anteil von der Gewichtsfunktion Rho. Kann die Gewichtsfunktion ungleich 0 sein für negative Werte von S? Das würde bedeuten, dass es Zustände gibt, die mit einer nicht verschwindenden Wahrscheinlichkeit erzeugt werden können, die p-Quadrat kleiner als 0 erfüllen. Aber solche Zustände gibt es nicht. Es wären eben negative Ruhemassen, also negative Massenquadrate von Teilchen können in der Theorie nicht auftreten. Das heißt, das wissen wir auch schon mal, Rho von S gleich 0 für S kleiner als 0. Und für positive S hat dann dieses Rho so eine Gestalt. Kann auch sein, also das ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Mehrteilchenanteil gemischt ist mit solchen Delta-Funktionsanteilen. Das habe ich jetzt so gezeichnet als Beispiel, aber das könnte auch noch komplizierter sein. Gut. So, dann haben wir hier die Kausalität schon betont. Die ist sehr wichtig, siehe oben. Die bedeutet also Rho gleich Rho quer und liefert dann Teilchen-Antiteilchen-Beziehungen und das CPT-Theorem. Und ansonsten würde ich jetzt gerne einige weitere Anwendungen skizzieren. So ganz kurz zu einigen weiteren möglichen Anwendungen.
Das Erste, was man jetzt machen kann mit der Kellin-Lehmann-Darstellung, ist das analytische Verhalten in der komplexen Ebene von solchen Green-Funktionen zu analysieren. Also dieses G2-Schlange von P in komplexer P-Quadrat-Ebene. Das heißt, wir können diesen Impulsquadrat P-Quadrat auch als komplexe Variable auffassen. Und dann kriegen wir eben aus diesen Ausdrücken hier I geteilt durch P-Quadrat minus S plus I Epsilon. Da können Sie ja P-Quadrat als komplex auffassen, ist kein Problem. Über S wird integriert, I Epsilon ist auch komplex. Was kriegen wir da für ein Verhalten? Na, einmal haben wir natürlich Polstellen bei P-Quadrat gleich reellem MAI-Quadrat. Also auf der reellen Achse positiv für P-Quadrat hat das Ding Polstellen. Aber was gibt es noch? Wenn wir jetzt mal denken, dass es irgendwo eine untere Grenze für den mehrteiligen Anteil gibt, A bis unendlich, dann integrieren wir über diesen mehrteiligen Anteil. Nehmen wir mal an, der ist konstant oder irgendeine kontinuierliche Funktion, dann können wir die als konstant approximieren. Und das Wesentliche, was dann passiert, ist I durch 1 durch P-Quadrat minus S plus I Epsilon. Was ist dieses Integral? Wenn Sie bei einer unteren Grenze A starten, dann ist das Integral hier gleich ein Logarithmus ln von P-Quadrat minus S plus I Epsilon. Das heißt, das Wesentliche, was Sie mal kriegen, ist, dass Sie so ein logarithmisches Verhalten bekommen als Funktion vom komplexen P-Quadrat. Das zusammen mit den Polstellen können wir jetzt mal aufschreiben, hier in dieser Realteil P-Quadrat, Imaginärteil P-Quadrat-Ebene. Da hätten wir also die Polstellen, die sind hier eigentlich auf der reellen Achse, aber mit minimalem minus I Epsilon, also ganz infinitesimal unterhalb der reellen Achse. Und dann haben wir hier so einen Verzweigungsschnitt von dem Logarithmus. Und der Verzweigungsschnitt geht halt los bei P-Quadrat, also hier A, nicht S, sondern A, ist ja über S integriert. Dann kommt die untere Grenze A raus. Also hier bei diesem A startet dann ein Verzweigungsschnitt. Da, wo die leichtesten mehrteiligen Zustände angeregt werden können, beginnt ein Verzweigungsschnitt in der komplexen Ebene von diesem Propagator. Hier also Pole, einteiligen Pole und hier einen mehrteiligen Verzweigungsschnitt. Dann kann man zum Beispiel analytische Fortsetzung machen, genauso wie beim Logarithmus. Wir können analytische Fortsetzung machen und wenn wir dann analytisch fortsetzen, können wir in der komplexen Ebene so einen Weg beschreiten und dann über den Verzweigungsschnitt hinweg eine analytische Fortsetzung definieren und dann kriegen wir eine andere Riemann-Fläche für diese komplexe Funktion. Und dann kann das so aussehen, dass hier die Pole sind. Hier die Pole und der Beginn des Verzweigungsschnitts, den kann man nicht ändern, aber der Verzweigungsschnitt kann dann zum Beispiel so definiert werden. Und dann kann hier passieren, dass Sie eine neue Polstelle bekommen in dieser unphysikalischen Riemann-Fläche. Und diese Polstelle ist dann bei einem endlichen negativen Imaginärteil bezüglich P-Quadrat. Und dann können wir die Green-Funktion zum Beispiel dadurch approximieren, in der Nähe von diesem Pol, dass wir nur diesen Pol mitnehmen. Und dann sieht es so aus, G-Schlange 2 von P kann dann approximiert werden durch I geteilt durch diesen komplexen Pol und das ist dann P-Quadrat minus irgendein Realteil dieses komplexen Pols plus I M Gamma. Dann wäre jetzt M-Quadrat definiert als der Realteil, I M Gamma definiert als der Imaginärteil von dieser komplexen Polstelle in der unphysikalischen Riemann-Fläche und das hier entspricht einem Propagator mit einer endlichen Breite.
Das entspricht einem instabilen Teilchen mit einer Lebensdauer 1 durch Gamma. Beziehungsweise, wenn Sie das jetzt nutzen als Berechnung, Teil der Berechnung von einem Wirkungsquerschnitt, dann bilden Sie nachher das Betragsquadrat davon. Betragsquadrat davon, das wäre dann gegeben durch 1 geteilt durch p² minus m² plus m² Gamma Quadrat. Und dann ist das ein Breit-Wigner-Peak, den Sie vielleicht aus der Teilchenphysik kennen. Dann kriegen Sie also so einen Peak als Funktion von S, als Funktion von p Quadrat, bekommen Sie dann so ein Verhalten, so ein Resonanzverhalten. Und das Maximum der Resonanz ist bei dem m Quadrat, also dem Realteil dieser komplexen Polstelle. Und die Breite hier dieses Resonanzpeaks ist Gamma, so der Imaginärteil dieser komplexen Polstelle. So sehen Sie also, dass über diese Propagatoren auch solche instabilen Teilchen und endliche Lebensdauern und exponentielles Zerfallsgesetz und solche Breit-Wigner-Resonanzen beschrieben werden. Ja? Die kommen eben aus dem Überlapp hier von Vakuum, Operator und dann Mehrteilchenzustand. Und dieses Matrixelement kann ja ungleich Null sein. Näheres wissen wir nicht, aber das ist auf jeden Fall kontinuierlich, weil diese Mehrteilchenzustände ja lauter kontinuierliche Freiheitsgrade haben bezüglich Energie und diesen weiteren inneren Freiheitsgraden. Also kontinuierlich, okay, kontinuierlich ist vielleicht der falsche Begriff. Es ist jedenfalls keine Delta-Funktion, sondern es ist irgendeine endliche beschränkte Funktion. Okay, dann eine weitere interessante Anwendung von dieser Kellen-Lehmann-Formel wäre eben, Sie sehen ja hier, wir haben jetzt analytische Funktionen, können komplexe Funktionentheorie machen, wir haben Verzweigungsschnitte, Polstellen und so weiter. Wir wissen das analytische Verhalten und das heißt, wir können zum Beispiel Residuensatz oder Cauchy-Theoremen anwenden und daraus kann man beispielsweise Dispersionsrelationen gewinnen. Diese Dispersionsrelationen, die verknüpfen den Imaginärteil und den Realteil von der Funktion G-Schlange von P. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel den Imaginärteil kennen, dann können Sie aus so einer Integralformel den Realteil rekonstruieren. Und das erinnert an die letzte Stunde, weil da hatte ich ja gesagt, dass wenn Sie verschwörungstheoretisch Unitarität und Kausalität fordern, dann legt Unitarität den Imaginärteil fest und Kausalität dann weitestgehend den Realteil. Und hier sehen Sie andeutungsweise, wie das funktionieren kann. Wenn also der Imaginärteil durch irgendwas festgelegt wird, dann kann man über das hier sich Informationen über den Realteil verschaffen. Das werden wir sicher auch noch an Beispielen durchziehen. Letzte Bemerkung, man kann aus der Kellen-Lehmann-Formel auch das sogenannte Goldstone-Theorem beweisen. Nicht störungstheoretisch. Das Goldstone-Theorem ist das Theorem, was Sie vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Higgs oder Pionen gehört haben. Es gibt also die Aussage, wenn eine Symmetrie zunächst mal in der Lagrange-Dichte vorhanden ist, aber dann spontan gebrochen ist, wie man das nennt, durch den Grundzustand, wenn der Grundzustand nicht invariant ist unter der Symmetrie. Dann gibt es ein masseloses Teilchen in der Theorie, das sogenannte Goldstone-Boson. Und das ist also ein Theorem, was nicht störungstheoretisch gilt. Und das kann man dadurch beweisen, dass man mit der Kellen-Lehmann-Darstellung dann zeigt, dass es einen Pol geben muss bei Null, der eben diesem masselosen Teilchen entspricht, falls Sie spontane Symmetriebrechung haben. So, jetzt hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Zeit haben für das
abschließendes Thema zur Kellin-Lehmann-Darstellung. Wir haben noch 10 Minuten. Und in diesen 10 Minuten möchte ich Ihnen zeigen, wie das Ganze sich in Feynman-Diagramm niederschlägt. Denn diese Darstellung und die Polstellen von Propagatoren, die müssen natürlich in Feynman-Diagrammen rauskommen. Und das werde ich Ihnen zeigen, wie das passiert. Und dann haben Sie hoffentlich noch eine bessere Anschauung von allem, was wir heute gemacht haben. Okay, also jetzt wird es anschaulich, hoffe ich. Kapitel 4, 2, 3. Wie sieht das Ganze in der Störungstheorie aus? Nehmen wir konkret die Phi hoch 4 Theorie, die wir ja schon öfter analysiert haben und auch renommiert haben, und berechnen diese Green-Funktion, nämlich die Zweipunktfunktion des wechselwirkenden Feldoperators Phi in der 4 hoch 4 Theorie plus Renormierung. Dann kriegen wir jetzt hier Feynman-Diagramme für genau diese Zweipunktfunktion G Schlange 2 von P. Welche Feynman-Diagramme gibt es da jetzt ganz genau in der 4 hoch 4 Theorie? Fangen wir an. Alle Feynman-Diagramme, die 2 äußere Linien haben, in der 4 hoch 4 Theorie mit allen 4 hoch 4 Feynman-Regeln inklusive Counterterm-Feynman-Regeln. Gut, es geht los. Der Tree-Level-Propagator. Das ist das erste Feynman-Diagramm. I durch P Quadrat minus M Quadrat. So, jetzt aber sind Sie dran. Was ist das nächst schwierigere, kompliziertere Feynman-Diagramm mit 2 äußeren Linien, was wir hier auch ausgerechnet haben? Die Selbstenergie. Also schreiben wir es auf. Plus die Selbstenergie. Die sah ja so aus. Die hatten wir komplett berechnet, da kam raus I durch 32 Pi Quadrat mal eine A0-Funktion und die hatten wir auch genau ausgerechnet, die lieferte 1 durch Epsilon als Divergenz. Und dann hatten wir eine Counterterm-Feynman-Regel erzeugt mit der Renormierungskonstante Delta M Quadrat, die genau so beschaffen war, dass sie das 1 durch Epsilon von hier aufgehoben hat. So, die Summe war dann endlich. Gibt es jetzt noch weitere Feynman-Diagramme? Ein Sunrise-Diagramm. Exzellent, das schreiben wir hier hin. Ein Zwei-Loop-Diagramm. Was gibt es noch? Okay, noch ein zweites Zwei-Loop-Diagramm wäre zum Beispiel das hier. Und dann gibt es noch Counterterm-Diagramme auf Zwei-Loop-Niveau, zum Beispiel so etwas. Mit einem Ein-Loop-Counterterm-Vertex und einem echten Einschleifen-Loop. Das ist insgesamt auch 2-Loop. Und so weiter. Hier kommen noch viele weitere, unendlich viele weitere Diagramme zur Selbstenergie. Gibt es noch weitere Diagramme? Haben Sie eine Idee? Denken Sie, das sind alle Diagramme? Warum habe ich hier wohl so viel Platz gelassen? Weil Sie ja alle Diagramme hinschreiben müssen, die 2 äußere Linien haben und nicht nur die einteiligen Irreduziblen. Also schreiben wir mal nicht einteiligen irreduzibles Diagramm hin. Zum Beispiel das hier. Das ist nicht einteiligen irreduzibel. Die Berechnung ist trivial, weil wir jeden einzelnen Block schon berechnet haben. Das Ergebnis ist dann das Produkt von solchen Blöcken. Das kann auch renormiert werden. Da addieren wir dann zum Beispiel sowas hinzu oder sowas hinzu oder sowas hinzu und so weiter. Auf jeden Fall sind das nicht einteiligen irreduzible Diagramme. Gibt es noch mehr Diagramme?
Es gibt zum Beispiel das hier. Und ich hoffe, Sie sehen, wie es weitergeht. Soll ich noch eins hinschreiben? Sie wissen, wie es weitergeht. Okay, das heißt, hier gibt es jetzt unendlich viele Diagramme mit genau zwei einteiligen irreduziblen Blöcken. Und jeder einteiligen irreduzible Block kann das enthalten oder auch das enthalten oder und so weiter. Hier gibt es drei einteiligen irreduzible Blöcke und jeder einteiligen irreduzible Block kann alles das hier enthalten. So, das heißt, die Summe von allen Diagrammen ist jetzt ganz einfach gegeben, ist gleich, nämlich die erste Spalte liefert I geteilt durch P Quadrat minus M Quadrat plus I Epsilon. Die zweite Spalte, was liefert die zweite Spalte? Die liefert eben hier einen linken Propagator, I geteilt durch P Quadrat minus M Quadrat, lassen wir mal das I Epsilon weg, spielt jetzt keine Rolle. Dann der einteiligen irreduzible Baustein plus I mal Sigma, und ich nenne das Sigma Hut von P Quadrat, das ist die Selbstenergie inklusive Counterterm. Das ist genau das, die Summe aller einteiligen irreduzibler Feynman-Diagramme inklusive Counterterm-Feynman-Regeln. Und dann kommt die zweite Linie hier, mal I geteilt durch P Quadrat minus M Quadrat. So, was ist jetzt die dritte Spalte? Die dritte Spalte ist gleich der erste Propagator, I geteilt durch P Quadrat minus M Quadrat, mal diesem ersten Selbstenergieblock, I geteilt I mal Sigma von P Quadrat, mal dem zweiten Propagator, I geteilt durch P Quadrat minus M Quadrat, dann der zweite Block, nochmal I Sigma und nochmal mal I durch P Quadrat minus M Quadrat. Das heißt, wir kriegen das hier zum Quadrat. I Sigma mal I durch P Quadrat minus M Quadrat mal I Sigma mal I durch P Quadrat minus M Quadrat. Und in dieser Spalte würden wir bekommen I durch P Quadrat minus M Quadrat und dann 3 mal Sigma mal I durch P Quadrat minus M Quadrat. Also würden wir genau das hier kriegen mal dem hoch 3. Wenn wir also alles aufsummieren, was kriegen wir dann? Dann kriegen wir einmal den Propagator mal 1 und dann einmal mal diesen Produkt, mal dem Produkt hoch 2, mal dem Produkt hoch 3 und so weiter. Was ist das? Das ist eine geometrische Reihe. Das ist eine geometrische Reihe. Summe über irgendwas hoch n, Summe über n von 0 bis unendlich. Das ist eine geometrische Reihe. Geometrische Reihe. Gibt also I geteilt durch P Quadrat minus M Quadrat und dann mal dieser geometrischen Reihe. Und was ist das Ergebnis von einer geometrischen Reihe? Das ist 1 durch 1 minus den Term, also 1 durch 1 minus I mal Sigma Hut, ich habe hier immer das Hut vergessen, Sigma Hut von P Quadrat mal I durch P Quadrat minus M Quadrat, Klammer zu. So, und wenn wir das aber ausrechnen, was ist das dann? Können wir einfach ausmultiplizieren. I geteilt durch P Quadrat minus M Quadrat und dann im Nenner multipliziert das hier mit P Quadrat minus M Quadrat. I mal I gibt minus 1 plus Sigma Hut von P Quadrat. Das heißt, der volle Propagator in unserer Störungstheorie ist gegeben dadurch, dass wir im Nenner noch einen Zusatzterm bekommen von dieser einteiligen irreduziblen Selbstenergie Sigma, renormiert mit den ganzen Countertermen. Das heißt, der Pol des Propagators entspricht den physikalischen Massen und den Eigenwerten. Das heißt, wir müssen einfach den Pol des Propagators jetzt auf 0 setzen und dann kriegen wir eine physikalische Masse. Oder können wir jetzt butterweich machen, indem wir die Gleichung lösen, P Quadrat so wählen, dass der Nenner 0 ist. Und dann kriegen wir irgendein Ergebnis. Das Ergebnis muss nicht unbedingt gleich diesem m-Quadrat sein, sondern kann sich davon unterscheiden. Das bedeutet, dass dieses m-Quadrat hier halt die Tree-Level-Masse ist oder die niedrigste Ordnung-Approximation für die echte Masse.
Die echte Masse kriegen wir durch Nullsetzen von diesem Nenner. Und das heißt, ich schreibe es mal hier hin. In niedrigster Ordnung. Bekommen wir, Sigma ist natürlich gleich 0. Und dann haben wir einen Pol bei p Quadrat gleich m Quadrat. M Quadrat ist demzufolge die Masse in niedrigster Ordnung. Aber, deswegen auch die Bezeichnung m Quadrat, hatte ich ja bisher nicht wirklich begründet. Aber das stellt sich jetzt raus als niedrigste Ordnung, Approximation für die Masse. Aber in höherer Ordnung, da haben wir eben Sigma ungleich 0. Und für den Pol bekommen wir dann eine Verschiebung. Und zwar so, dass wir die Gleichung lösen müssen. Sagen wir mal p Pol zum Quadrat minus m Quadrat. Plus die renormierte Selbstenergie Sigma Hut von P Pol zum Quadrat. Das muss gleich 0 sein. Und das ist dann äquivalent dazu, dass diese Lösung dieser Gleichung P Pol Quadrat ist gleich der Pol des Propagators. Und da wissen wir, das ist gleich ein echter Eigenwert, ein diskreter Eigenwert des P Quadrat Operators. Und gleich die Ruhemasse eines physikalischen Einteilchenzustands. In der vollen Theorie mit Wechselwirkung. Und damit wissen Sie, wie Sie in der Störungstheorie solche Ruhemassen ausrechnen können. Wenn wir noch 5 Minuten Zeit haben, können wir das Ergebnis für unsere Beispielrechnung hinschreiben. Wenn Sie keine Zeit mehr haben, hören wir auf. Wir sind schon 1 Minute über der Zeit. Haben Sie noch 5 Minuten Zeit? Haben wir noch 5 Minuten Zeit? Danke. Dann machen wir einfach mal weiter, um das zu einem befriedigenden Abschluss zu führen. Also im bisherigen MS-Bar-Schema kriegen wir dann einfach ein Ergebnis. Wir haben ja ein konkretes Renormierungsschema benutzt, nämlich dieses minimale Subtraktionsrenormierungsschema. Und da hatten wir Folgendes erhalten, nämlich Sigma Hut von p Quadrat ist gleich die Einloop-Selbstenergie, das hier, plus das Einloop-Counterterm-Diagramm. Oder mit anderen Worten, I mal Sigma ohne Hut von p Quadrat minus I mal der Renormierungskonstante Delta m Quadrat. Und das Ergebnis der Rechnung war I mal G geteilt durch 32 Pi Quadrat mal m Quadrat mal der Divergenz Delta plus Logarithmus μ Quadrat geteilt durch m Quadrat plus 1. Und das hier hatten wir gewählt als genau den divergenten Anteil, als I mal G geteilt durch 32 Pi Quadrat mal M Quadrat mal Delta. So, dass die Divergenz wegfiel. Und alles andere, der endliche Anteil davon, war per Definition 0. Deswegen Begriff minimales Subtraktionsschema. Okay, wenn wir das also nutzen, dann haben wir jetzt ein Ergebnis für unsere renormierte Selbstenergie. Das fällt weg und das hier ist dann das Ergebnis. Die ist also nicht 0 und deswegen verschiebt sich unsere Polstelle in der Tat. Und wir können jetzt ausrechnen, die physikalische Masse in diesem Renormierungsschema. P Pol Quadrat oder auch genannt die physikalische Masse oder Polmasse zum Quadrat. Das ist also ein Messwert, den Sie im Experiment bestimmen können. Der wäre jetzt gleich, wenn man es auf die andere Seite bringt, m Quadrat minus die renormierte Selbstenergie. M Quadrat minus die renormierte Selbstenergie, Sigma Hut. Und die ist praktischerweise unabhängig von p Quadrat. Deswegen brauchen wir da nicht umständlich die Gleichung nach p Quadrat aufzulösen. Das ist unabhängig, das ist eine impulsunabhängige Konstante, also kann ich das Argument weglassen und das Ergebnis ist dann dieses m Quadrat mal 1.
minus ln, vielmehr minus, halt, minus g geteilt durch 32 Pi Quadrat mal ln μ Quadrat durch m Quadrat plus 1. Und dann haben wir hier die physikalische Masse ausgerechnet. Genauer gesagt, wir haben eine Beziehung hergestellt zwischen dem Input-Parameter unserer Theorie, m², der definiert war in diesem MS-Bar-Renormierungsschema, und einem physikalischen Messwert, nämlich einer Observable, die aus dem Experiment kommt. Und ich sagte Ihnen damals, wenn wir ein Renormierungsschema wählen, heißt das einerseits, dass wir den endlichen Anteil der Renormierungskonstante festlegen, aber zugleich, wie die formelmäßige Beziehung aussieht zwischen Observablen und den Input-Parametern. Und das ist jetzt hier passiert. Hier haben wir jetzt eine formelmäßige Beziehung zwischen Observable und Input-Parameter. Und wir können jetzt rückwärts, wenn wir das gemessen haben, den Input-Parameter ausrechnen über diese Beziehung, und der unterscheidet sich dann halt von dem Messwert. Dann kriegen wir irgendein zahlenmäßiges Ergebnis raus für diesen Parameter m². Das ist also ein formaler Theorieparameter, der nicht gleich irgendeiner Observable ist, aber der halt nützlich die Theorie parametrisiert als Funktion dessen, wie wir alles ausrechnen können. Und wenn Sie jetzt diese Umrechnung machen, dann sehen Sie, dass die sogar abhängt von diesem μ² hier. Und das war ja total unphysikalisch. Das war ja nur eine Hilfsgröße, die man brauchte, um die Regularisierung einzuführen. Das heißt, wir kriegen hier, wenn das fixiert ist, ein μ² abhängiges Ergebnis für unseren Theorieparameter m. Und das nennt man dann eine laufende Masse, die also abhängt von so einer willkürlichen Skala μ². Man könnte dann studieren, wie hängt es ab von diesem μ² als laufende Masse und daraus dann weitere Konsequenzen ziehen. Aber hier haben Sie jetzt erstmal ein Endergebnis, nämlich Sie sehen, die Kellen-Lehmann-Darstellung liefert uns physikalisch reichhaltige Informationen. Die Spitze des Eisbergs ist diese Polmassengeschichte, das heißt, Propagatoren haben Polstellen, und wenn wir die ausrechnen, kriegen wir Informationen über die Ruhemassen von Teilchen, und das können Sie in jeder Ordnungsstörungstheorie auswerten. Und wenn wir es in diesem MS-Bar-Renormierungsschema machen, kriegen wir so eine Formel und sehen, wie diese Input-Parameter mit Messgrößen zusammenhängen. Damit stoppen wir hier, und das nächste Mal werden wir dann weitere Observablen, wie zum Beispiel Streuungen und S-Matrix-Elemente, in ähnlicher Form besprechen. Gut, bis dann.